hat Tschüss gesagt. Ha? Hallo Schmitty. Na? Was machst du hier eigentlich so? Weiß ich auch nicht. Dieselbe Antwort habe ich drüben auch schon bekommen. Ist irgendwie strange. Ja. Das steht für uns, ne? Ist echt peinlich. Ja. Ich telefoniere viel. Das heißt, du bist der Typ, der die Leute immer nervt. Genau, richtig. Ah ja, ja. Sehr gut. Ja. Und was machst du, Stefan? Wir müssten drüben ein Video mit dir drehen. Hast du Lust? Let's go. Klick dich durch, erfahre mehr über Bodenmann und deine Aufgaben, aber auch, warum du zu uns wechseln solltest. Hab viel Spaß dabei und vielleicht sehen wir uns dann beim persönlichen Gespräch. An meiner täglichen Arbeit finde ich am besten, dass es nie das Gleiche ist, was es am Vortag war. Es ist sehr individuell, man muss sich auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Und es ist halt wirklich sehr abwechslungsreich. Andreas, du hast ja den Job, Kaffee zu holen. Du sagst das? Yes. Aber wo? Ja, beim Bäcker irgendwo. Ah, du bist gerade wieder so ein bisschen genervt, Stefan, das gefällt mir. Ja. Erzähl doch mal, was hast du denn gerade gemacht? Es gibt dann Stern weniger auf der auf dem Testimonial für Systems. Warum das denn? Sie selbst. Ganz viel Videoaufnahme gemacht, ihr habt mich ganz viele Fragen in den Bauch gelöchert. Aber wir haben dich ja schon dazu gebracht, dass du ein bisschen aggro geworden bist. Oder? Nein, ich bin ein bisschen angespannt. Die Landschaft im Handwerk ist so frustrierend. Wo sind die Ambitionen? Wo ist die Risikobereitschaft? Wo ist die Webpräsenz? Und wo ist die Innovation? Sind die alle Ich sehe mich um, ich sehe nur Betriebsleichen. Wie hast du das hinbekommen, dass er so ein bisschen aggro geworden ist? Ja, weiß ich auch nicht. Stefan ist ein tiefenentspannter Mensch eigentlich. Sind die alle gefangen in ihrer Komfortzone? Es muss doch weitergehen. Guck doch mal die Webseiten an, die ich hier offen habe. 10 Jahre alte Seiten, nicht aktualisiert worden. Wo sind die Emotionen? Wo sind die Ambitionen? Wo ist die Webpräsenz? Wo sind die Hochglanzvideos? Da läuft er wie einst Franz Beckenbauer 1990. Angelo. Ja, bitte. Ein Loch. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Warum ist das eine Leinwand? Ja, schlimm, ne? Stört's dich sehr? Sehr schöne Wand, aber das Loch stört mich sehr. Ja, wir haben jetzt hier schon mal unseren Messestand, der jetzt von der Agentur ist, den wir jetzt dann gleich abbauen werden und mit Bodenmann bestücken werden. Ich glaube, das ist auch schon bekannt, wie das aussieht. Und dann fahren wir weiter zur Messe. Morgen ist Messetag, Samstag, Sonntag hier in Bamberg. Und da dürfen wir uns mal präsentieren als Bodenmann. Und dann mal zeigen, was so dahinter steckt, denn es ist die erste Messe, die wir jetzt machen. Okay, und erklär jetzt mal für die Leute, die nicht wissen, warum da Sachs Media steht und dass hier auf dem Bodenmann-YouTube-Kanal läuft, was das eigentlich miteinander zu tun hat und wer du bist. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Sachs Media ist die Agentur hinter Bodenmann. Und zwar ist Bodenmann aus Sachs Media gegründet worden. Wir haben einen Handwerksbetrieb jetzt im dritten Jahr. Und ich und mein Kollege, der Herr Nils Ipfelkofer, sind beide Geschäftsführer von Bodenmann. Und ich bin Geschäftsführer Sachs Media, entsprechend ist es die Verbindung zwischen beiden. Ja gut, also packen wir zusammen, los geht's. Ich bin stolz, wenn man sowas hier sieht. Ja, voll cool. Ich bin schon stolz drauf, ja. Dass Bodenmann so gewachsen ist und ja, einfach so eine Präsenz in Bamberg hat. Das wäre so ein fetten Messestand aufbauen, fand ich schon cool. Wir haben heute einen tollen Messestand von Bodenmann.
auf der Immobilienmesse Franken in Bamberg. Ich denke, für einen Imagecharakter mal präsent zu sein, regionaler Art, immer wichtig. Vertrauen aufbauen, Leute kennenlernen, abholen. Viele sagen natürlich jetzt auch mittlerweile, das ist der Bodenmann. Heißt ja auf gut Deutsch, dass das, was wir machen, richtig ist und nochmal so ein Gefühl von Vertrauen gibt, und das ist genau richtig. Ja, ausgezeichnet, ne? Trotzdem 5 Sterne.